Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser Antrag steht unter den Grundzielen mehr Demokratie wagen, Geld sparen. Verwaltungsvereinfachung als Verwaltungsverbesserung und Verwaltungsverbilligung. Die Regierung soll die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, um die Landkreise abzuschaffen. Städte und Gemeinden sollen kreisfrei werden können. Das Saarland hat für Deutschland viel geleistet. Unsere Gruben haben Kohle geliefert und unsere Stahlwerke haben Stahl erzeugt. Beides war sehr wichtig für den industriellen Aufbau Deutschlands. Das war nur auf Kosten der Gesundheit der Menschen, ich sage als Stichwort Gesteinstaub, und auf Kosten der Natur möglich, Grubenschäden, Bodenverseuchung, Grundwassergefährdung. Eine angemessene Entschädigung ist bis heute ausgeblieben. Dazu kommt noch unverschuldete Veränderung der Staatszugehörigkeit, Wechsel der Wirtschaftsgebiete, Strukturwandel und. Wir fleißigen Saarländer haben es nicht verdient, nun zum Bittsteller in Deutschland herabgewürdigt zu werden. Deshalb verlangen wir vom Bund als Soforthilfe, das ist Ihnen schon bekannt, 5 Milliarden Euro für das Land und 3 Milliarden Euro für unsere Städte und Gemeinden. Wenn für Griechenland und die internationalen Banken Geld da ist, dann muss auch für unser Land Geld da sein. Wir haben in den letzten Tagen ja gehört, dass in den letzten Jahren allein für Griechenland 300 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt worden sind. Da muss für uns ja auch noch was übrig sein. Und wir haben auch gelesen, dass in Berlin, einer hochverschuldeten Stadt, immerhin die Kitas kostenlos sind und bei uns müssen die Eltern für die Kita bezahlen. Wenn wir Geld vom Bund haben wollen, müssen wir allerdings auch selbst Sparanstrengungen zeigen. Wir müssen zeigen, dass wir mit dem Geld umgehen können. Ein Weg dazu ist eine Verwaltungsvereinfachung, die gleichzeitig eine Verbilligung, ich habe es eben schon gesagt, und eine Verbesserung sein soll. Was falsch ist, hat die Regierung uns schon vorgemacht. Nicht die jetzt im Amt ist, sondern die früheren, die zum Beispiel im Amt waren im Jahr 1974. Da hat man geglaubt, umso größer oder je größer, umso besser. Und man hat auch geglaubt, es muss alles einheitlich sein. Und man hat auch geglaubt, es muss alles gleichzeitig sein. Und man hat auch geglaubt, man kann sich über den Willen der Bevölkerung hinwegsetzen. Dieses Modell hat sich nicht bewährt, wenn es auch immer noch besteht. Man braucht nur nach den Gemeinden zu schauen. Unsere Städte und Gemeinden, die damals nicht verschuldet waren, sind heute alle hoch verschuldet. Wenn das richtig wäre, je größer, umso besser, dann ist die Lösung einfach. Dann machen wir aus dem ganzen Saarland eine große Stadt. Die heißt dann Saarland. Dann haben wir Saarlandstadt und Saarlandland wie Luxemburgstadt und Luxemburgland. Und warum gleichzeitig? Warum, wenn in Homburg ein Problem auftaucht mit der Gliederung, dass man das dann in Losheim lösen muss? Und warum? Herr Jung, haben Sie gerade im Augenblick das Wort oder habe ich das noch? Alles in Ordnung, hören Sie nur mal ruhig zu und dann werden Sie das nachher alles noch hören. Ein bisschen Geduld müssen Sie schon aufbringen. Gut. So, und wenn Lösungsvorschläge, die man macht, wenn die gut sind, warum muss man sie dann den Menschen aufzwingen? Also die jetzige Regierung, die hat ja auch schon gesagt, Gemeinden und Städte sollen zusammenarbeiten, aber wenn eine gewisse Zeit vorbei ist und das wird nicht gemacht, dann wird es halt eben so nach dem Motto, und bist du nicht willig, da brauche ich Gewalt, doch aufgezwungen. Wir sind da ganz anderer Ansicht. So, wie sieht unser Modell aus?
Die Landkreise sind unserer Ansicht nach überflüssig und sie sind teuer. Sie werden abgeschafft. In einer Übergangszeit bleibt ein Landkreis bestehen als Angebot. Der Regionalverband Saarland. Saarbrücken wird kreisfreie Stadt. Andere Städte und Gemeinden können, wenn sie es wünschen, auch kreisfrei werden. Ich weiß, dass das natürlich den Regierungsparteien nicht passt, weil in dem Moment werden so viele Landräte arbeitslos. Und da weiß man nicht, wie man das bewerkstelligen soll. Wir haben da kein Problem. Wir haben noch keinen Landrat, wird aber noch kommen, wenn die Kreise noch da sind. Sie werden ja das hier ablehnen, nehme ich ja an. Ne? Aber irgendwann wird es als Ihr Antrag wieder auftauchen. Der Rest gehört zum Regionalverband Saarland. Die jetzigen Aufgaben der Landkreise und des Regionalverbandes Saarbrücken übernehmen die Städte und Gemeinde selbst. Die Verwaltung wird bürgernäher, billiger und besser. Wieso zum Beispiel muss ein Sozialhilfefall aus Völklingen unbedingt in Saarbrücken geregelt werden? Und wieso muss zum Beispiel bei der Gemeinschaftsschule in Querschied, in der nur Kinder aus Querschied sind, wieso müssen da Regionalverbandsabgeordnete aus Großrosseln und Kleinpillersdorf mitbestimmen, wie es dort organisiert werden soll? Eine genaue Vorausplanung einer solchen Reform ist weder notwendig noch sinnvoll, ist auch nicht so einfach. Das sieht man daran, dass die Regierungskoalition das ja schon seit Jahren angekündigt hat und einfach nicht in die Gänge kommt. Also es ist meiner Ansicht aber auch gar nicht unbedingt notwendig, alles schon das Gesamtbild im Vorhinein zu planen. Wichtig ist, dass man einfach mal anfängt. Danach wird sich eine Eigendynamik entwickeln bei genauerer Kenntnis der Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Es ist auch ein häufig begangener Fehler, dass man verwickelte Dinge im Voraus bis ins Einzelne vorhersehen und regeln will. Viele unserer Gesetze werden ja nach dieser Methode erlassen und da sind auch bald Novellierungen notwendig und so weiter. Fassen wir die Landkreise in einem Regionalverband Saarland zusammen und machen wir die Stadt Saarbrücken kreisfrei. Das ist ja eigentlich eine lächerliche Sache, dass eine Großstadt von der Größe von Saarbrücken nicht kreisfrei ist. Unser benachbartes kleines Zweibrücken ist kreisfrei. In Saarbrücken haben die Abgeordneten zum Beispiel nur über die Grundschulen zu bestimmen und die Gymnasien, Förderschulen und andere Schulen auf ihrem Gebiet. Das macht dann der Regionalverband, also auch wieder Vertreter aus Holzweiler, Querschied, Kleinpillersdorf und so weiter. Das ist ein Anachronismus, das ist unmöglich. Und das wäre also der erste Schritt, diese Stadt aus dem Kreisverband auszugliedern. Und geben wir den anderen Städten und Gemeinden die Möglichkeit, kreisfrei zu werden. Der Rest wird sich finden. Schluss. Also ich bin ja so froh, dass der Herr Jung so lustig heute Morgen ist. Ne? Gut aufgestanden, schon als Fest heute Abend gedacht und dann war richtig sich so. Ne? Ja. Aber es ist ja nun bezeichnend, dass gerade die Regierungsfraktionen sich mit dieser Sache nicht anfreunden können, weil sie tun sich halt eben schwer. Und es hat ja gedauert von 1974 bis jetzt, dass man wenigstens versprochen hat, an die Sache mal ranzugehen. Und auf dem Wege dazu gab es vom Stadtverband Saarbrücken mal einen Regionalverband Saarbrücken mit minimalen Änderungen. Es ist ein schwieriges Thema für Leute, die überall ihre Vertreter in den Gremien sitzen haben. So, einer freiwilligen Zusammenarbeit zwischen Städten und Gemeinden in den verschiedensten Bereichen sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Das ist ja nicht verboten, dass dann Städte und Gemeinden zusammenarbeiten können. Landesämter und Landesgesellschaften können besondere Aufgaben erfüllen. Das ist auch klar, dass nicht jede Gemeinde alle Aufgaben erfüllen kann. Das haben wir aber auch jetzt schon, dass wir Verbände haben oder Ämter haben oder Gesellschaften haben, die überörtliche Aufgaben erfüllen. Ortschaften, das füge ich noch an, Ortschaften und Gemeinden
in Gemeinden und Bezirke, in Städten sollen wieder selbstständiger werden. Das hat sich ja auch nicht bewährt. Wenn Sie ja mal nur auf die Sportseite schauen, dann sehen Sie ja, dass jedes kleine Dorf noch seine eigene Fußballmannschaft hat. Es gibt diese Vereinheitlichung oder Vereinigung, die gibt es nicht. Die war damals in den Köpfen der Schöpfer dieser Reform, aber sie hat nicht stattgefunden. Wenn Sie mal ein bisschen älter sind, dann haben Sie das alles schon mal mitgemacht, da können Sie ein bisschen mehr darüber schwätzen. So, wir wollen mehr Selbstbestimmung in den Dörfern. Ja? Der Ortsvorsteher kann auch wieder gerne zum Ortsbürgermeister werden. Also gebt uns unsere Dörfer auch mal wieder zurück. Das war's. Glück auf. Vorsitzender der AfD-Fraktion, Josef Dörr. Da ich nur eine Minute habe, muss ich mich sehr kurz fassen. Herr Dr. Jung, zuerst einmal, also ich lerne gern noch von Ihnen, obwohl ich schon ein Vierteljahrhundert in Kreistagen oder Regionalversammlungen Mitglied war und auch Beigeordneter über lange Zeit. Aber man lernt ja immer noch dazu. Das andere ist die Sozialhilfe. Das wurde auch zum Beispiel in der Regionalversammlung schon mal wieder zurückgegeben an die Städte und Gemeinden, auch wieder in die Zentrale genommen, ohne dass ein Gewinn dabei erzielt wurde. Und aber das Wesentliche, was zu sagen ist, ist, dass das System falsch ist, denn es kann nicht sein, dass einer bestellt und der andere bezahlt. Und das ist in unserem System der Fall. Der Landkreis oder der Regionalverband Saarbrücken, selbstverständlich haben die Pflichtaufgaben, wo sie nicht entscheiden können, das machen wir oder das machen wir nicht. Aber sie haben auch Spielräume, baue ich ein Schulhaus, baue ich keins oder viele andere Spielräume haben sie. Sie haben Spielräume und sie entscheiden, das machen wir und dann kostet es etwas und das bezahlen die Gemeinden, ohne dass sie ein Mitspracherecht haben. Das heißt also, dieses System, der eine bestellt und der andere bezahlt, führt dazu, dass das Geld nicht so ausgegeben wird, wie es ausgegeben werden könnte. Und ich habe keine Angst davor, dass Gemeinden, und seien sie noch so klein, ihre eigenen Dinge nicht selbst regeln können. Tut mir leid, Ihre Redezeit ist verbraucht. Das haben wir früher gehabt. Da gab es Macherbach, die kleine Stadt, die nur 16 Häuser hat. Die haben das selbst gemacht, die hatten aber keine Schulden.